Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich werde das jetzt mal so immer abkürzen auf Daggerfall und nicht mehr The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Weil ich denke, ist so deutlich besser. Das müsste eine Taverne sein, hoffentlich. Ja, ist eine Taverne, glaube ich. So, Room? Eine Nacht, genau. Ja, Gold, 5 Stück Gold, dankeschön. So, und dann, wie war es nochmal mit Pen? Rest, glaube ich, R, ne? For a while, sagen wir mal 12 Stunden. Ah, hier, das geht auch noch hoch. Nice. Dann müsste es jetzt auch langsam draußen wieder heller werden. Achso. So. Wo geht's hier raus? Hier nicht. Ui. Da wollen wir nicht stören. Da wollen wir erstmal nicht stören. Ich glaube, hier geht's raus. Okay. 23.30 Uhr. Aber es war doch gerade dunkel. Dann nochmal Rest. For a while sagen wir nochmal 8 Stunden. So. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das wäre... wo geht's nochmal raus? Ja, ich hatte jetzt kurz gedacht, jetzt ist hell. Was ein goldener Himmel. So, jetzt müsste es aber auch Tag sein, ne? 7.35 Uhr. Und ich habe mich eigentlich gerade zwischen der letzten und dieser Folge auch schon informiert. Es gibt hier die dunkle Bruderschaft. Wir können der dunklen Bruderschaft beitreten. Ich habe jetzt aber nicht geschaut gehabt, was wir dafür machen müssen, um der beizutreten, wo die zu finden ist oder so, sondern nur, dass es sie gibt. Und da wollen wir uns gegen Ende hin anschließen. Aber wir brauchen auch irgendwie die Möglichkeit, jetzt mal Quests zu bekommen, Arbeit. Wir hätten auch in der Taverne gerade nach Arbeit fragen können. Gehen wir mal nochmal dahin. Das war... Hier waren wir, oder? Wir waren noch in der Taverne. I am Uzibar Nahem. I am in need of an escort. Would you protect me in my journey to Lamford Hamlet? It's less than 28 days from here. Lamford Hamlet. Ja, komm. Blessing upon you, Max Deus the Second. I travel light. So I'm ready to go. I know you won't work for free. Take me to the Mercy residence in Lamford Hamlet and I'll pay you 181 gold when we get there. Lamford Hamlet. Okay. Wir haben ihn jetzt im Inventar. Und Schnellreise war wahrscheinlich so. I am at. Hier sind wir. Dann fein. Lamford Hamlet hieß das auch, oder? Da unten. Do you wish to travel to Lamford Hamlet? Warte, noch einmal ganz genau durchlesen. Hier. Lamford Hamlet. Genau, war richtig. So, hier. Find. Lamford Hamlet. So, und dann reisen wir dahin. Ja, okay, beginn. So. Das ist Lamford Hamlet. Okay. Wir haben jetzt 1, 2, 3 hiervon und 3 von denen. Und ich denke, das ist... Warte, nochmal. Taverns. Ich glaube, der will in der Taverne.
Dann schauen wir mal hier. Wir können das nicht einfach so lesen. Müssen wir wahrscheinlich so reingehen. So. Talk. Nee. Welcher Schuppen ist denn das jetzt? Können wir so nochmal gucken? Das ist der falsche, das heißt vielleicht der hier. So. Und sind wir jetzt im richtigen? Können wir hier so nicht lesen. Wo ist denn der Tavernenbesitzer? Ist das der? Das ist der. Okay, Talk. Ich glaube, so ist es auch nicht richtig. The Howling Bird. Welcher müssten wir jetzt? The Mosley Residence in Lamford Hamlet. Kannst du nur noch der hier sein, oder? Alle guten Dinge sind drei. Guten Tag, die Dame. Das ist nicht der Barbesitzer. Das ist auch hier falsch. Ist das vielleicht? Hier, da ist der Barbesitzer. Talk. Taverns? Nee. Previous List? General? Ah! Good day, stranger. Where can I find the mostly residence? Wouldn't you like to know? Okay, goodbye. Okay, also es ist eines von den hier orangen Gebäude im Osten. Müssen wir schauen, welche das davon ist. Beziehungsweise könnte vielleicht der hier sein. Oder? General Store. Ist entweder der oder der oder der. Ich gehe von aus, dass der da ist. Ja. Einer von den dreien. Sturdy shelves cobbled together out of the scrap lumber houses, shops, wares. The items are sound and functional, but little more than that. Talk? People, things, work. Gucken wir mal, was der hier hat. Hot Shirt? Okay. Nee. Hier hat er auch nicht wirklich was. Eine Laterne hätten wir hier. Nee, dann gehen wir mal. Der Laden war es nicht. Oder? Nee, dann ist vielleicht der hier. The shop is better appointed than many. Its wares lie neatly in the shelves. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, talk. Well met, stranger. Die people? Auch nicht. Things? Work? Nee. Falsche Tür. Dann kannst du nur der da sein. Ja, dann kannst du wahrscheinlich nur noch der hier sein. Oder ich bin in einer komplett falschen Stadt. So. Talk. So. Ja, ich raff es nicht. Wie gebe ich jetzt Quests ab? Hier. Theodibus Retail Store.
Muss ich die Leute dann so fragen, wo das ist? So, okay. Wo finden wir das jetzt? Hier. Ne, previous list on general. Ah, hier. That's hold on. Let me show you the Mercy Residence on your map. Ah, danke schön. So, wo ist denn das? Da ganz oben im Norden. Okay, Nordosten. Nordosten dahin. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das wäre eines von den Dingern hier. Aber nee, wir müssen wirklich auch eventuell immer zu irgendwelchen Wohnhäusern. Das ist jetzt neu im Vergleich zu Arena. Ich mag die Musik mittlerweile hier. Aber ich feiere das jetzt mittlerweile. Es sind nicht die Shops, wo man die Leute abliefert, sondern wirklich auch mal solche Häuser. Ich glaube, das ist es schon hier. Ja, dann gehen wir da mal rein. Someone says, come on in. Ah, the Mostly Residence. You have fulfilled your part of the bargain. Here is the gold I promised you. Nice. So, wie viel haben wir jetzt? 535 Gold haben wir wieder. Nice. Okay, so kriegen wir Quests. Und erledigen auch so. Können wir hier auch mit irgendwem quatschen? Da quatschen wir mal mit dem. Ups, Tell... Tell Magno, was? Okay, goodbye. Interessant, wirklich interessantes Bild von ihm. Hm? Ich glaube, wir gehen mal lieber wieder. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir hier irgendwen noch fragen. Ich glaube, hier können wir eher weniger die Leute fragen. So. Ach, hier können wir auch noch drauf. Homes, Towns, Temples. Ah, ich glaube, das heißt, wir können vielleicht eigene Häuser haben. Was ist das? Bethany. Syabides. Hier gibt es gar nichts. Ich glaube, da können wir nicht mal schnell reisen, vermute ich. Otago, Kairo, Abiwangora, Alika Desert. Das ist die komplette Alika-Wüste. Ach, wie geil. Wir können auch so zwischen den ganzen Gebieten switchen. Nice. Hier können wir also auch hin. Okay. Aber das hier ist nicht ganz Daggerfall, was wir hier haben. Das hier ist ja nur Glenumbra, der Bezirk vom der Alika-Wüste. Es ist jetzt nicht, hoppla, es ist jetzt nicht ganz hier, wie heißt das da, Hochfels und auch nicht ganz Hammerfell. Es ist nur der südliche Teil von Hochfels und der nördliche Teil von Hammerfell. Aber trotzdem sehr interessant. Machen wir mal die Dungeon weg. Homes? Alter, wie viele Häuser können wir da besitzen? So. Da bin ich. Und hier war Daggerfall irgendwo.
Komm, wir reisen da wieder. Komm, wir können wahrscheinlich nur so reisen. So, ja. Trip Cost 10. Machen wir so. Ne? Stop von Night at Inns, Camp Out. Fast, okay. So, dann sind wir wieder in Daggerfall. Und welchen Tag haben wir jetzt? Immer noch Morningstar. Okay, ich hatte jetzt gedacht, es würde mehrere Tage dauern, diese Reisen. Aber nee, anscheinend ja nicht. Anscheinend ist das richtige Schnellreisen und nicht irgendwie schnell, ja, so, dass man quasi per Kutsche einfach für ein paar Tage da hin und her tuckert. Ich würde sagen, aber wir gehen nochmal zum Königshaus, wenn wir hier nochmal schauen. Wegen das hier, the Queen of Daggerfall. If I should find out what happened to the letter, he would be most appreciated. Wie auch immer, ich kann das Wort nicht aussprechen. Und vielleicht haben wir die Quest ja schon, dass wir nicht 2 Wochen warten müssen, sondern einfach direkt dahin los und das uns holen können, die Quest erledigen. Wo sind wir genau eigentlich schon? Ganz weit im Süden. Ja, nein, das wollte ich so nicht. Ich wollte so. Was sind das denn eigentlich für alles für blaue Gilden? Was für Gilden sind das? Knights of the Dragon haben wir ja hier. Aber den können wir ja nicht einfach so anschließen. Ich glaube, wir müssen vielleicht irgendwas für die machen. Oder die müssen aufmerksam auf uns werden. Weiß ich jetzt nicht. Aber was mir auch selber an mir persönlich jetzt aufgefallen ist, so seit Arena bin ich hier jetzt auch bei Daggerfall permanent am Suchen, wie mache ich jetzt dies und jenes und so. Aber es fällt mir auch auf, hier in Daggerfall mache ich das bisher jetzt zwar noch zu häufig, aber seltener als bei Arena. Bei Arena musste ich immer zwischen fast jeder Folge immer wieder nachfragen, ey, wie mache ich das jetzt, jenes und so weiter. War schon relativ häufig. Und hier, glaube ich, liegt es eher so, dass die Unity Engine das ein bisschen vereinfacht hier. Klar, ich bin immer noch ein Idiot, was das angeht und so. Aber, naja. Ich versuche, das mir wieder abzugewöhnen. Und spätestens Mitte bis Ende dieser Let's Play-Reihe von Daggerfall werde ich das wahrscheinlich schon behoben haben. Ich würde das höchstens vielleicht noch bei Battlespire machen, was direkt nach Daggerfall gespielt wird. Weil Battlespire soll ja auch sehr kompliziert sein. So. Können wir einfach rein? So. Yes. Ich fände es aber auch geil, dass man selber die Antworten da schreiben muss. Naru? Können wir mit dem Hofner quatschen? Well met, Stranger. Politisch? Okay. Wir können mit dem nichts wirklich was machen. Wir quatschen mal mit ihr. Das ist bestimmt... It's really too bad, Max. I have a special assignment that requires someone I trust. Such as yourself. However, it also needs someone of greater skill in order to survive. Come back and visit me when you have improved your skills some more.
Okay, wo kann ich Skills sehen? Hier nicht. Hier kann ich sehen Skills, okay. Level 1 sind wir noch. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal was machen, damit wir leveln. Und leveln können wir nicht einfach so, denn wir müssen schon dafür was tun, zum Beispiel mit der Waffe kämpfen, Quests erledigen und so weiter. Und mit Level 1 können wir nicht die Hauptquest machen. Okay. Gesundheit haben wir aber auch ganz schön wenig. Da müssen wir auf jeden Fall steigern. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch ein paar Aufgaben, ja? Wir fragen mal den König hier, ob der was hat für uns. My cousin Winsome Morsley has appealed to me for aid in a rather distasteful situation. Distasteful. Was ist das denn für ein Wort? It appears that there is a temple of some rarity being consecrated. If that's the proper phrase for these disgusting orcish activities, well, obviously we need to crush it while it's budding. I am willing to go as high as 194 gold. Can I count on your help, Max? Natürlich, mein werter König. Thank you in advance for this, Max. What I think would be the best use of your abilities is to infiltrate the cavern of Elysen and eliminate the so-called shaman of the temple. If we can kill it before our assault in 25 days, that would make our job much easier. When the deed is done, report to my cousin's palace in Manchester. She's the one who's going to pay you for all this. Okay. Wir haben eine königliche Quest. Dann gehen wir mal raus und schauen mal, wie wir das erledigen können. Beziehungsweise wir müssen jetzt nochmal schauen, wonach müssen wir suchen. Aber ich finde es jetzt schön, dass... I have 25 days to slay an orc shaman in the coven of... Ja? Okay. Das ist jetzt nur der. Nur der eine. Mehr habe ich nicht. Also hat er die vorherige Quest einfach entfernt. Nice. So, okay. In the Coven of Elysen and then get to Winston Mosley. The Coven of Elysen. Dann schauen wir mal. Wo ist denn das? The Coven of Elysen. Da ist es. Ja, komm. 25 Gold wird mich die Reise dahin kosten. Dann machen wir hier ein Safe Game, aber auf die 2. Und ich gehe von aus, dass es das da ist. Und da müssen wir jetzt mal irgendjemanden erledigen. Wo ist mein Schild? Den habe ich ausgerüstet anscheinend. Okay. Dann rein da. So. Was ist passiert? Wegen dem Hebel? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Ui, da hat es geruckelt. Magier ist gestorben, okay. Ich finde es... Oh, warum ruckelt es hier so viel in dem Game? Noch ein Magier ist gestorben. Boah.
Ein Sorcerer just died, der hat Gold. Ein Helm. Den ziehen wir uns gleich an. Leather Cuirass, Leather Boots. Elven War Axe. Können wir bestimmt verkaufen alles. Mit bestimmt gut Geld. Dann würde ich für solche Fälle noch ein Safe Game machen. Auf den Namen Max. Nein, nicht du. Deus. Second 3. Dass wir dann für solche Dungeons immer noch hier einen Safe Game haben, dass wir in den Dungeons selber uns irgendwie Schritt für Schritt immer vorangeln. Oh. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Geräusch war. Das war jetzt aber auch ein interessanter Irrgarten, den wir hier jetzt gelaufen sind. Und kein Weg hat jetzt von denen, den wir bisher gegangen sind, dahin geführt. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen es jetzt mal nach oben. Also hier direkt nach oben. Und dann schauen wir hier mal. Ach nee, diese Viecher. Wieso kann ich den nicht kaputt machen? Ah, okay, den haben wir jetzt. Der hat Gold und Potion of Slow Falling. Keine Ahnung, was das ist, aber nehmen wir mal mit. So, dann hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game auf die 3. Ja. Aha. Gibt es hier vielleicht eine geheime Tür, die man so sehen kann? Tatsächlich. Hier ist eine geheime Tür. Aha. Was bringt mir jetzt diese geheime Tür? Ist hier eine Falltür irgendwo? Nö. Bringt also sehr viel was, hier zu sein. Ui. Aha, was haben wir hier? Clawfing? Warte mal. Können wir das anziehen? Ah, nice. Wir haben jetzt ein grünes Oberteil. Ah, okay. Das sind nicht die Dinger, die wir anhaben. Das heißt, die können wir rein theoretisch auch verkaufen. Autsch. Wo kommst du denn her? So. Der hat nichts. So, aber ich würde sagen, bevor wir da weitergehen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und was da unten ist, erleben wir in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.